So, willkommen zum Teil 9. Wir sind ja jetzt schon ein ganzes Stück vorangekommen. Ich will mal sehen, dass ich den Monitor noch ein bisschen drehen kann, damit es gerade ist. So, wir werden uns jetzt mal befassen nochmal mit dem DAX. Wie ihr seht, haben wir hier unten die 10.686, also eigentlich unser Trading-Ziel erreicht. Viele sagen auch, man soll nicht übertreten. Das heißt, wenn man einmal so eine Erfolgssträhne hat, dass man es dann übertreibt und weitermacht. Aber schaut euch mal das hier an, das ist doch ein schöner Abwärtstrend. Ne? Wir haben einen langen Abwärtstrend, schönen Abwärtstrend. Jetzt wäre die Frage, was wäre denn, wenn das hier nach ein, hier ist ein Radius, seht ihr ja, hier, ne? Wenn das nochmal ein bisschen nachlässt, ein bisschen gerade geht, dann nochmal hoch und dann einen ordentlichen Abwärtstrend produziert. Das wäre ja immer ein Grund, nochmal einzusteigen. Und vielleicht schaffen wir heute die 10.800 noch. Die Chancen sind gut, wenn er natürlich hier runterfällt und hier in den Williams über die Mitte geht, dann wäre das natürlich hier eine klare Verkaufsposition. Chancenrisiko ist gut. Wir stehen also hier oben, ziemlich weit oben dran. Wir gucken nochmal in den 10 Minuten Chart, bevor wir hier loslegen, wie das hier aussieht. Wir sehen also hier eine kurze Spitze. Wir sehen hier eine fallende Trendlinie hier über die ganzen Hochs drüber weg. Das heißt, er würde hier nochmal kurz anstechen und würde dann hier wieder mit einer roten langen Fahne nach unten gehen. Unten der MACD spricht nicht wirklich dagegen. Er ist also mit einem ganz kurzen Stück im Grün oben rangelaufen, hat noch im Plus kaum was ausgebildet. Der Williams steht im überkauften Bereich. Ja, jetzt ist nur die Frage, wenn er also hier abknickt nach unten, wäre dann der Termin, um hier einzusteigen und der richtige Startzeitpunkt wäre der Minutenchart. Und wir sehen schon, dass hier zwei ein Doji und eine rote Kerze ausgebildet hat. Also geht's los. Positionsgröße können wir wählen mit 5. 5 Kontrakte sind 50.000. Ja, wir könnten vielleicht sogar mal mehr nehmen. Mal gucken, ja, nehmen wir, lass uns mal lieber so. Da lieber dann Zweier. Wir haben noch einen blauen Doji hinterher. Ja, jetzt kommt die spannende Frage. Ja, das habe ich mir gedacht. Schneidet er oder schneidet er nicht? Die Linie sieht aus, als ob hier noch mal was nach unten passiert. Und ich sollte jetzt mal versuchen zu verkaufen. Und wenn das nicht funktioniert. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wenn das nicht funktioniert, müsste ich dann hier wieder schließen und noch eine Position nach oben machen. Werde ich mal auch gleich tun, im Fall er mir oben raussteigt. Und diese dann schließen. So, wir haben also jetzt, Moment, müssen wir erst mal zählen. Zwei kaufen, zwei verkaufen. Und wenn der oben nicht raussteigt, sondern runter, hier runter geht, müssen wir die zwei grünen umschließen. So, damit wir hier ein bisschen besser sehen, werde ich hier mal in Plus gehen. Wir haben also schon ja, eine ungünstige Startposition, weil er hier noch mal kurz gezuckt hat. Jetzt wäre die Frage, bildet er einen Radius aus? Also wenn man genau hinguckt, könnte man hier einen weiten Radius sehen. Also ein doppeltes Top. Knickt also ein, macht hier nochmal einen Top. Und ja, wäre eine Möglichkeit, wenn er das wirklich tut, hier oben diese zwei grünen Linien zu killen, bevor er dann nach unten wegbricht. Sollten wir uns aber jetzt entscheiden, weil jetzt beginnt von oben die Kurve anzustechen. Das heißt, weg mit den Zweien. Jetzt sollte er nicht nochmal nach oben gehen, das wäre jetzt wirklich schlecht, weil wir haben jetzt natürlich hier einen kleinen Verlust produziert. Ist aber nötig, denn wenn er hier richtig hochgezogen wäre, wäre das natürlich schlimmer, aber wir sehen, es geht gut. Und wir legen noch einen nach. Wenn also jetzt hier mit 15 Kontrakten dabei. Noch einen rein. Ah ja, jetzt haben natürlich mehrere Leute gemerkt, was hier passiert. So, jetzt haben wir natürlich ganz schön viel. Jetzt haben wir 20 Kontrakte, sind bei 9% Risiko. Wir sollten es erstmal dabei belassen und dann erstmal runtersausen lassen.
Er hat hier angestochen, man sieht also ganz deutlich, dass er hier die blaue Linie, die gelbe geschnitten hat. Er ist auch hier in Minus gegangen, also wie im Bilderbuch. Und der Williams treten hier nach Minus. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Ich tue mal noch ein bisschen nachdrücken, damit ihr unten die Leiste richtig mitverfolgen könnt, weil oben ist ja nicht so interessant. So, und dann wollen wir uns das ja auch noch mal angucken. So, ich habe es noch mal ein bisschen größer gemacht, dass man ein bisschen mehr sieht. Ja, was passiert denn jetzt? Also er wendet hier oben. Wo läuft er hin? Gute Frage. Einen Widerstand haben wir hier. Ja, die Linie her, also hier wird man dann erstmal schließen, es sei denn, er kommt mit sehr viel Schwung hier an, runter. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Aber hier ist eine Widerstandslinie da. Ich gucke nochmal, ob wir hier noch mehr sehen. Ja, die liegt ein bisschen höher. Also hier oben ist es keine Gefahr, weil oben ist er schon durchgerauscht, aber die hier könnte nochmal ein bisschen Ärger machen. Ja, er versucht den Doppeltop, aber das wird wohl nichts, denke ich mal. Das sieht aus wie ein typisches Short-Szenario. So, 75 Euro in Minus. Warum ist das so? Naja, ist nochmal ein bisschen hochgegangen. Wir haben natürlich eine große Position. Also wenn er jetzt wirklich runterfällt, wie ein fauler Apfel, wird das natürlich hier ein Riesengewinn. Ansonsten müsste man natürlich sofort oben drüber schnell schließen. Wir gucken uns mal Folgendes an. Also hier, wir sehen also hier den S&P 500. Der S&P 500 korrespondiert immer mit dem DAX. Das heißt, wenn der S&P 500 steigt, will der DAX auch noch hoch. Aber wenn er hier ein Maximum hat, ja, guckt nochmal hier, Trendlinie. Und hier ist er runter. Das sind doch eindeutige Linien. So, wenn er oben rangelaufen ist, hier haben wir einen Radius. Das heißt, hier die nächste Kerze ist eine rote. Besteht also gute Chance, dass er hier runter geht. Also denke ich mal, dass der DAX hier noch ein bisschen zappelt hier oben und dann ordentlich nach unten steigt. Genauso wie der S&P 500 das jetzt auch gleich tun wird. Weil der nächste Balken, na, ich sage mal Kerze, aber das ist eigentlich ein Balkendiagramm, hier sehr wahrscheinlich rot zeigt. Es kommt nochmal ein grüner. Aber es sieht nicht so aus, als ob er hier nur noch sehr hoch hinaus will. Also man sieht es auch hier, drei grüne, drei rote und dann geht es hier runter. So, er hat hier schon das Bollinger Band angestochen, hier an der Stelle. Jetzt wäre die Frage, was hier passiert. Nach dem Wendesignal, können wir mal gucken, ob es hier ein Trendwendesignal gibt. Würde ich auch jetzt nicht vermuten, weil wenn man das jetzt hier ein bisschen weiterzieht, sieht es doch aus wie ein klassischer Abwärtstrend. Ja, tiefere Hochs, tiefere Tiefs, eindeutig. Hier ein langer Abwärtstrend. Und wir sind oben, also angeschlagen. Die sehen alle auch flach aus. Hier ist also damit zu rechnen, dass es doch etwas nach unten geht. Unser Kamera. So, ich denke mal, es geht wieder. So, gut. Gucken wir hier mal rein, ob unsere Spekulation aufging. Mal noch ein bisschen die Kamera noch ein bisschen ausrichten. Es ist manchmal so, dass man doch immer ein bisschen nachkorrigieren muss. So, ich denke mal, es ist alles drauf jetzt. So, wir sind bei 105. Er hat noch ein kurzes Hoch hier ausgebildet, aber es sieht nicht so aus, als ob er jetzt so sehr kräftig hier unterwegs ist. Es sind noch mal ein paar Käufer in den Markt gekommen hier. Die blaue Linie liegt aber unterhalb der gelben. Sieht aber auch hier noch einen kleinen Doppeltop aus. Aber wenn der Williams hier runterbricht, und das hat er jetzt gerade getan, dann sollte es hier in die Richtung weitergehen und dann hier auch negativ ausbilden. Weil die Chance ist hier natürlich ja günstig,
Aber wir haben es oft genug schon erlebt, dass er hier oben durchgestiegen ist, weil der S&P immer noch nicht gedreht hat. Also das ist auch mal, was ich euch zeigen will, wie dann der amerikanische Aktienindex und der deutsche Aktienindex eben hier so zusammenhängt. Und die Amis sehen eben hier eine gerade Linie. Also ich sehe natürlich eine fallende, aber man kann die natürlich auch hochdrehen und da sieht man dann eine waagerechte. So, wir haben aber hier nun nicht so sehr viel Schwung, dass wir da hier nur noch ein paar Grüne ranstellen könnten. Das sieht wohl doch eher aus, dass jetzt nur bald die Luft raus ist hier. Und dass die profitabel nach unten steigen. Oh, jo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 j
ist ein Zeichen, dass es nicht mehr lange hochgeht. Wenn das Wackeln auf einer Gerade ist, ist es immer ein Zeichen, dass er nach einer Seite weg will, nach oben oder nach unten. Wenn es aber am Steigen oder Fallen Tendenz passiert, ist es ein Zeichen darauf, dass hier eine Gerade kommt und möglicherweise ein Abstieg. Also das sind die Vorboten. Solche Bewegungen bilden auch immer die Dojis aus. Ne? Da kommt hier rein, wackelt nach oben und unten und geht hier wieder raus. Das ist genau das Doji-Muster. Und wir sehen auch den Doji. Jetzt kommt er, hier seht ihr. Hier hatten wir ja auch schon einen. Allerdings hat er natürlich, ist in die falsche Richtung gegangen hier. So, jetzt will er wieder nach unten. Solange, das ist eben der Vorteil vom Hedge-Modus, diesen Ausraser hier oben, ist zwar ein kleiner Verlust, in dem Sinne, dass ich eben hier hätte natürlich oben in Kaufen gehen können, aber das Risiko ist eben, dass man die hier oben verhungert, die Position. Also dass ich hier grüne Linien habe, die ich dann nicht wieder erreiche oder nicht in absehbarer Zeit. Oder nur mit entsprechendem Zeit- und Kostenaufwand. Ja, und das vermeidet man natürlich, wenn man hier so eine schöne rote Kerze geboten kriegt. Es ist einfach nur etwas Gefühl kriegen, was hier passiert, und lasst mich raten, im S&P geht es abwärts. Jawohl, hier haben wir genau das gleiche Muster, was wir hier sehen. Sehen wir auch im DAX. Und wenn der S&P immer nach unten geht, hat das einen riesigen Markt. Also die Amerikaner sind da also hier mit riesigen Volumen in diesem Markt. Und wenn die roten Kerzen sehen, hier an dieser Stelle, reißt den DAX auch mit nach unten. Eine kleine Ergänzung möchte ich noch machen. Und zwar, wenn man sieht, dass der S&P steil nach unten geht, ist zu erwarten, dass der DAX etwas flacher nach unten geht. Ist es aber so, dass der S&P nach einer Gerade leicht steigt, ist anzunehmen, dass der DAX aus einer Geraden schnell steigt. Das muss man sich ein bisschen merken, hängt einfach damit zusammen. Wenn beide in die positive Richtung drehen, ist die Bereitschaft, in DAX zu investieren, immer größer als in S&P. Keine Ahnung, warum das so ist. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass der DAX immer gut performt. Und wenn er sich einmal richtig bewegt, dann haben wir auch kurzfristige Verluste. Ihr seht das ja schon ausgebügelt, sind jetzt im Gewinn. Und wir lassen jetzt die Gewinne laufen. Also wir werden uns hüten, hier das Ding abzubrechen, sondern wir lassen ihn erstmal richtig nach unten rauschen. Wir wissen ja, dass Aktien shorten eine heiße Kiste ist. Das heißt, wir hätten den Punkt vielleicht oben sogar verpasst. Sollte er jetzt drehen, müssten wir natürlich hier stoppen. Ist aber nicht zu erwarten. Noch haben wir also ordentlich hier rote Balken nach unten. Der Williams stark in Minus. Da kommt also noch ein bisschen was. Die Dochte werden kürzer, hier muss man auch aufpassen. Hier kann er natürlich wieder wegdrehen. Man könnte auch die Positionsgröße jetzt wieder etwas reduzieren. Na, es ist zu spät. Ich gehe aber davon aus, dass er über die Mittellinie drüber rutscht. Also ist hier nur ein kurzer Haltepunkt. Wir haben hier eine Markierung, da ist er drüber gelaufen. Das ist schon erstmal gut. Die könnten wir eigentlich theoretisch wegnehmen. Mal gucken. Irgendwo ist das hier möglich, dass man die da löschen kann. Aber habt ihr gerade gesehen, ne? So, haben wir also hier noch ein Problem. Das ist hier diese Stelle. Er hat natürlich jetzt hier auch wieder einen Wartepunkt. Hier bildet er blau aus. Fällt mir gar nicht. Warum? Weil wir hier einen Radius bilden. Jetzt wäre die Frage, hier einen Hedge einfügen, dass er mir hier nicht nochmal nach oben läuft. Weil diesen würde ich ja natürlich wieder erreichen. Ja. So, jetzt machen wir das mal hier. Also, das ist schwierig. Was sagt der S&P? S&P hat auch eine blaue Kerze ausgebildet. Ja, da müssen wir uns mal beraten, was das sein könnte. Es könnte dieser Widerstand sein, dann hat er nicht viel zu bedeuten. Ja? Also, Schulter, Kopf, Schulter. Auch eine typische Kerzenformation, aber es sieht so aus, ob er hier einfach drüber geht und diese blaue Kerze hier eine rote findet. Es liegt wahrscheinlich hiermit auch an diesem Top. Auf jeden Fall ist hier an der Stelle ein Widerstand. Hier eine kurze Unterstützung gefunden. Ja? Also ist hier auch nochmal was los. Also wird er hier nochmal eine blaue Kerze liefern.
Ja, ich gehe aber davon aus, dass er hier drüber läuft. Also ich werde jetzt erstmal nichts tun. Wir haben auch hier schon wieder eine Rode. Ja, und das ist eben das Gefühl entwickeln. Was macht der Markt? Wie sehen andere die Kurve? Und von so einem kleinen blauen Doji in einer schönen langen roten Fahne, ja, lässt sich eben nicht jeder bremsen. Ja. Und so sieht es auch aus. Wir sehen auch hier an dem Chart hier diese eine Erhebung hier, wo da mal ganz schnell Verkäufer kamen. Tja, das ist die Frage, wo kommen die her? Na, hier im Kaufen war. Ja, da haben die hier, einige haben verkauft, haben also geschlossen, haben versucht, hier short zu gehen. Naja, gut, aber es hat ja auch nichts genützt. Ja, die liegen ja hier auch. Ich bin ja auch short gegangen, also im Verkaufen. Tja, jetzt haben wir natürlich hier zwei blaue Kerzen, die gefallen mir nicht. So, sind beinahe Dojis. Müssen aber nicht bedeuten, dass es ja deswegen jetzt hochgeht. Aber das sieht natürlich jetzt hier überhaupt nicht gut aus. Und wir gehen einfach hier mal mit 5 Mal kaufen. Ich mache jetzt einfach mal diesen Hedge rein, damit ihr es auch mal seht, wie sowas gemacht wird. So, ich muss natürlich jetzt hier mal bei Zeiten aufhören. Und zwar, ich höre auf bei 10 Positionen, weil ich hier komme dann sonst in Schwierigkeiten mit meinem Margin. Wir sind also jetzt hier mit 16% im Risiko, muss ich aber tun. Wenn der mir hier durchsteigt, dann habe ich Probleme mit meinen Gewinnen. So, wir haben immer noch die 265. Wenn er jetzt wieder so einen Top ausbildet, tue ich die natürlich löschen. Ja? Genau in dem Moment, wenn er hier oben ist. Er bildet wieder rot aus. Er will also nach unten. Jetzt ist natürlich die schwierige Frage: Lösche ich jetzt meine Hedges weg? Oder glaube ich dem, dass da jetzt noch ein bisschen hoch will? Das ist eben wieder dieses Taktieren. Und da gucke ich wieder in den S&P. Was macht er hier? Er ist stark gefallen, hat ein bisschen korrigiert. Die blaue Linie ist aber noch nach unten gerichtet. Also es ist davon auszugehen, dass er noch weiter fällt. Dass also hier sich noch eine fallende anschließt. Wir haben aber hier auch das Bollinger Band. Das heißt, wenn er das Bollinger Band trifft, dann sieht die Sache wieder so aus, dass er hier reinläuft und hier gegenkorrigiert. Hier muss also hier auch schon sehen. Ne? Hier läuft dann das Bollinger Band rein, korrigiert gegen und läuft dann noch ein Stück runter. Ja, das ist ja natürlich hier keine schöne Entwicklung. Wir haben aber langsam hier das Top auch erreicht von der Höhe. Ist also zu vermuten, dass die nächste Fahne wieder eine rote wird. Ein kleiner Radius ist mit viel Fantasie zu erkennen. Hier hat es übrigens auch einen Radius ausgebildet, sieht man auch hier. Ne? Radius dran, dann geht also nochmal runter, da geht es nicht hoch. Hier haben wir keinen Radius, das ist sinusähnlich. Sinusähnlich bedeutet, es geht entweder hoch oder es geht gerade, aber in seltenen Fällen runter. Na, da kann man sich also bitte Radiusergänzung machen hier. Hier sieht man auch, ist ein Radius dran, da gibt es mal so ein kleines Zwischenhoch. Und das Zwischenhoch ist das hier. Ja, also immer bitte eine Radiusergänzung sich vorstellen. Ja, wenn das also hier so, das ist so überproportional, ein bisschen zu sportlich unterwegs, da korrigiert er dann, kommt dann zwischendrin zu einer grünen. Ja, man muss sich ja immer vorstellen, dass die Geschwindigkeit, mit der sich der Markt bewegt, natürlich immer dazu führt, dass alle anderen am Markt reagieren. Und das führt eben dazu, dass es dann immer Leute gibt, die dagegen halten. Und das sieht man dann auch an den Kursen. Ja. Weil es sehen alle das Gleiche, sind zwar nicht alle wie ich hier im Minutenchart unterwegs, weil die meisten, die ihr DAX handeln, die haben eine Viertelstunde. Aber wir wollen ja, dass sich was bewegt, dass wir was zeigen können und dass wir auch viel Informationen an die Zuschauer hier mit weitergeben. So, was haben wir denn hier nur noch? Wir haben also drei Verkaufen, sehe ich hier. Mal gucken, mal hochschieben. Kann also hier diese mal hochschieben, das mal gucken. Da kann man hier noch sortieren. Also wenn ich richtig gezählt habe, ne, sind es vier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also nach oben. 7. Gut, also nach oben. Wir sind also im Kaufen. Gut, solange wie es also noch plus läuft,
Sieht es auch gut aus. Plus läuft es deswegen, weil es hier an diese Mittellinie wieder rangeht. Und jetzt wäre die Frage, schaffen wir das, dass er hier in der flachen Linie an die grüne ranläuft, sodass ich keine Angst haben muss, dass er hier noch sportlich nach oben reißt. Aber alle grünen Linien mitnehmen, dass ich sie rausnehmen kann. Das sieht ja ganz gut aus. Wir sind nämlich hier schon durch. Ich lösche die jetzt mal weg. Oh, sollte ich mich vielleicht, sollte ich mal doppelt Zeit lassen? Na, das ist natürlich schön. Aber ich glaube nicht, dass das hier so lange anhält. Ich mache es trotzdem mal weg. Naja, genau. Warum? Naja, weil ich mir angeguckt habe, was hier schon wieder los ist. Er ist ja steil gestiegen, hat kurz korrigiert, ist hoch. Aber wir haben ja hier trotzdem noch eine fallende Linie, also so ein Geschlängel. Und normalerweise müsste die blaue Linie hier runterlaufen. Man sieht ja, dass das hier ein Radius ist und hier hat er aber einen komischen Schlenkerisch gemacht. Hat natürlich damit zu tun, dass er hier auch schlenkert. Er müsste theoretisch so laufen. Ja, hat er nicht gemacht, das ist ja weggebrochen. Weil die Leute einem hier wegen diesem Top plattgestellt haben. Ja, die haben gesagt, also wenn ich diese Fahne hier mitnehmen kann, dann tue ich ja mein Konto sichern. Dadurch ist das weggerutscht. Aber man sieht, müsste man sich diese Kante hier oben ranstellen. Also wir sind in Wirklichkeit jetzt hier knapp drüber, erwarten also jetzt, dass er dann in Minus geht. Was ich nicht sehe, ist hier ein Radius. Ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt hier ein Radius sich ausbildet. Wir sehen aber, dass er hier im Williams oben rangelaufen ist. Wir sehen auch, dass diese Phasen nicht sehr lange sind und er dreht es ja wieder nach unten. Sieht also gut aus. Jetzt wäre nur die Frage, wann marschiert er ja wieder durch mein rotes Band? Dann hätte ich natürlich insgesamt einen absoluten Gewinn gehabt. Und wenn der ordentlich Schwung hat nach unten, besteht die gute Chance, dass wir hier mit 700 Euro Gewinn heute rausgehen. Und dann würde ich sagen, sollten wir es auch erstmal damit bewenden lassen, weil die Gefahr des Übertretens ist natürlich immer gegeben, dass man dann, hier sehe ich zum Beispiel wieder was, ne? Hier, das ist ein Verkauf. Die Frage ist nur, ist er fertig? Fertig, ob er fertig ist, sehen wir hier am 15 Minuten. Da gehen wir mal rein, ganz schnell. Mal sehen, ob wir das noch mitnehmen können, das Ding. Ja, da ist mehr als fertig. Gut, dann steigen wir hier mal rein und hauen hier ordentlich rein. Was ist das hier? US-Dollar, japanischer Yen. Ein Lot, na, machen wir zwei Lots, könnten wir uns sicherlich noch leisten. Genau. So, und den lassen wir mal ordentlich nach unten krachen, weil er jetzt ja hier ist ordentlich gestiegen. Wir gucken auch mal den an. US-Dollar, japanischer Yen. Das ist nicht spektakulär. Während alle verloren haben, ist der gestiegen. Also besteht auch die gute Chance, dass es hier den runterreißt, weil der Euro-US-Dollar ist im Minus. Also der Euro, der US-Dollar ist höher als der Euro. Und hier ist er gerade. Naja, also so richtige Aussage habe ich ja nicht, aber mein Minutenchart sagt mir hier, dass hier noch ein bisschen was geht. Es ist aber hier möglich, dass er ein doppeltes Top ausbildet, weil er nämlich das hier auch schon gemacht hat. Wenn es natürlich gut läuft und er ordentlich nach unten zieht mit ordentlich Schwung, wäre natürlich gut, weil da wird man hier auf dieser Linie rauskommen. Ich tue sie mal schon mal einzeichnen. Ja. Ja, und das ist natürlich hier dann ordentlich. Ja, man sieht auch schon, dass es hier losgeht. Unser German wird auch jetzt fertig. Ja, was machen wir denn hier? Hier haben wir eine steil abfallende blaue Linie mit einem scharfen Knick nach unten. Das sieht also aus, als ob er hier auf diesen Widerstand ordentlich drauf langt. Und wir gucken mal an, ob wir hier schon was schließen können. Naja, ich hätte schon noch gerne noch ein bisschen Gewinn, hätte ich noch gesehen. Ein bisschen. Aber wir sind ja schon. Oh, ja, jetzt wird's. So, gut. Müssen wir jetzt nach Ergebnis sortieren, weil wir wollen das von oben weg abfrühstücken. Denn US-Dollar machen wir nicht zu, aber wenn die hier im Gewinn. Naja, das ist. Naja, den schicken wir heim.
Also ich räume jetzt hier diese Verkaufspositionen weg. Dann lassen wir noch. Alles noch nicht fertig hier. Die Zweier, wir haben noch Zweier. Aber es sieht ja so aus, ob hier wieder ein Grüner kommt. Das ist mir hier zu flach. Wir sind aber schon schön übers Ziel raus. Also 749. Feine Geschichte. Ich mache die mal zu. Sieht hier das Edlei vorbei. Er läuft auch schon gegen mich ein Stück. Aber ich hoffe mal, dass das hier noch ein Stück fällt. Mal gucken, was der S&P tut. Naja, ja doch, er will nach unten. Es ist hier auch im Minus. Wird also der DAX, da meistens ein bisschen Verzögerung kommt, sich auch nochmal nach unten bequemen. Das wollen wir natürlich noch drauf kriegen. Ich würde sagen, noch eine Minute warten wir noch. Und dann schließen wir erstmal wieder ab. Wir haben ja auch heute eine Menge gesehen. Wir haben uns mal die Rallye angeguckt zwischen dem S&P und dem DAX. Wir haben aber hier noch kein richtiges Abwärtsszenario. Er hängt also hier oben über der roten Kerze, hat aber einen Docht nach unten. Jetzt kommt die zweite. Er wackelt. Er bildet zwei blaue aus. Naja, gut, aber die sitzen tiefer. Ne? Man sieht also hier auch, sitzen tiefer. Die Chance ist gut, dass wir das hier retten. Wir könnten, wenn wir jetzt schließen würden. Ja, da hätten wir natürlich 85 Euro Nasse. Das ist natürlich nicht so schön. Grund hier zu schließen gibt es übrigens nicht. Ist einfach nur Geduld gefragt, weil die tiefere Hochs haben und tiefere Tiefs. Tief, das Tief ist tiefer wie das. Können wir auch als tief interpretieren. Ich denke mal, da guckt hier noch ein bisschen raus und dann geht er ungefähr hier auf die weiße Linie runter. Hier müssen wir aufpassen, dass er nicht flach wird. Also wenn er hier anfängt gerade zu gehen, ist das natürlich eine sehr gefährliche Geschichte. Da ist hier eine ordentliche Rallye nach oben möglich. Also wenn ihr sowas mal seht, dass der hier so einen Radius macht und er steht auch noch oberhalb der Mittellinie. Gefährliche Geschichte, kann eine ziemlich steile Nadel nach oben geben. Und wenn dann die Stops ja zu nahe dran sind, kann passieren, die fliegen dann auch. Also das ist heiß. So, was haben wir hier? Wir sind hier im Minutenchart. Wir haben noch eine blaue Kerze, die hier stört. Wenn die weg ist, sollte nicht mehr allzu lange dauern, weil das hier sieht nicht so aus, ob er hoch will. Das sieht aus, wie, als wenn der hier, naja, genau, er setzt zur Seite, dass er hier nochmal und dann hier runterkommt. Also in den nächsten 2-3 Minuten sollte auch der DAX sich hier ergeben. Und ja, mit einer roten Kerze nach unten ziehen. Und genau das wollen wir hier erreichen. Es sieht auch so aus, als ob er bricht, wenn die blaue Linie ranläuft. Es sieht nicht so aus, ob er hier uns den Ärger macht, hier eine Rakete macht hier oben. Obwohl die Gefahr jetzt gerade das, was ich erklären wollte, gerade jetzt so sich anschickt. Also wenn er hier loszieht, müssen wir hier unbedingt gegenhalten mit einer Kaufposition. Weil solche Gelegenheiten lässt man sich natürlich auch nicht entgehen. Ja, das riecht regelrecht noch Ärger hier. Also wenn er hier ranläuft, er müsste also jetzt hier einen ganz steilen Abstieg machen. Das würde natürlich bedeuten, dass wir hier unten rausschlagen. Also der würde das hier mal zwei sich nach unten fortsetzen. Wir würden also hier landen. Müsste aber dann wirklich mit einer rasanten Kerze nach unten gehen. Hier, so wie hier. So, die Frage ist, ob es das tut. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 6 Minuten, wo er gestiegen ist. Danach kam es einen kurzen Trendwende. Hier sind auch so 6 Minuten Zyklen. Der hat keinen Docht. Na, da muss man mal oben mal 3 heranstellen. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht. So, zwei verkaufen. Ja, jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir eben wieder diesen Kanal. Ne? Ich mache es erstmal aus. Wir haben jetzt diesen Kanal. Er will also jetzt hier im Zickzack uns hier ärgern. Wenn er jetzt mal kurz den oben ansticht, dann sieht das hier so aus, als ob er hier bloß mal ein kleines Plus ausbilden will. Dann lösche ich die hier oben weg.
Nur, dass ihr die Strategie mal seht. Da müssten wir wieder nach Ergebnis sortieren und dann die hier weglöschen, wenn sie knapp über 0 sind. Weil dann ist nicht die Gefahr, dass er jetzt noch sehr weit nach oben geht, sondern dann haben wir hier gleich diese roten Kerzen, die wir brauchen. Das wäre das typische Double Top. Double Top, hier ist schon die rote Kerze da. Ja, das wäre jetzt die Frage. Hat er noch Schwung, dass er oben nochmal ransticht? Dann würde ich hier schließen. Ansonsten müsste ich hier einen Verlust verbuchen. Schwierig, ne? Seht's schon. Gut, ich stopp mal kurz.